gemeinsam mit Zombie habe ich die Fallout 76 Beta gespielt. Wir haben die jetzt so gut wie immer, wo wir es konnten, am PC die Beta jetzt schon gespielt. Und ich habe das nebenbei einfach auch aufgenommen. Dementsprechend habe ich über 5 bis 7 Stunden waren das, glaube ich, mittlerweile Material an Aufnahme, die ich so ein bisschen mir überlegt habe. Ich kann das einfach mal immer wieder ein bisschen zusammenschneiden. Ich mache jetzt mal eine Folge schon mal aus diesen ganzen 7 Stunden Material, die ich schon habe oder so. Könnt ihr jetzt eine wunderbare kleine Folge von genießen. Da schnibbel ich schon mal ein bisschen was zusammen von. Und dann mal sehen, wann der Rest, ob ich den auch noch zusammenschnibbeln werde. Je nachdem, wie ihr darauf Bock habt. Wie gesagt, wir spielen die Beta. Da gab es ja jetzt immer Termine. Später kommt sogar noch jemand dazu. Und ja, ne? Kurze Vorab-Info noch bei der Folge. Ich hatte ein paar Probleme mit dem Noise Gate, was ich versuche, wenn ich die nächste Folge zu cutte, zu verbessern, damit man nicht mein Atmen die ganze Zeit hört. Das tut mir sehr leid. Und nun viel Spaß beim Video. Ach, wir finden bestimmt gleich noch eine Waffe. Ich habe eine Machete gefunden. Der Loot ist für uns alle immer in Leichen und sowas drin, also sollte ich auch eine Machete haben. Ja. Was ist das denn? Ah! Der schießt Laser auf mich! Ein kleiner Roboter? Ja! Den habe ich auch schon tot gebracht. Hab ich getötet jetzt! Ein Held. Mieses Vieh! Anscheinend mag das Spiel keinen Vollbildfenstermodus, so wie es ursprünglich standardmäßig sich öffnet. Ja, Fallout 4 war aber auch schon so. Das wundert mich nicht. Läuft bei uns! Aber es ist echt, ich finde das ganz süß hier, also. Ja. Interessanterweise war kein Sonnenlicht auf Mittel da. Da war alles grau gerade. Sah ultra kacke aus, aber jetzt geht's. Ja, bei mir sieht's fantastisch aus eigentlich. Unglaublich. Ich habe noch nie Fallout mit jemandem gespielt. Ja, wie denn auch? Kannst du angeln? Irgendwann stand hier als Deck, dass ich schmutziges Wasser trinken. Nee, will ich nicht. Guck mal, ob ich die Angel ausrüsten kann. Nee. Ich kann mein Partyhut und meine Brille ausrüsten. Ich mach nur die Brille. Wobei, nee, ich mach Partyhut, damit wir uns besser. Du wirst gerade verstrahlt im Wasser. Pass auf, dein Leben wird weniger. Ah! Also nicht das Knastgang gehört da. Und man kann sich irgendwie auch Camps aufbauen und so? Ja, genau, man hat auch so eine Campbox. Ja. Ich hab ja am Anfang, da hatten wir ja in der Wald so. Meine Ausdauer ist andauernd unten. Das ist so nervig. Wollen wir das Haus looten? Da hätten sich. Was ist das? Warum ist das so ein riesiger. Der macht einer einen Emote wahrscheinlich. Sieht man das einfach über die Map oder was? Keine Ahnung. Der ist wahrscheinlich irgendwo ein paar Meter vor uns. Ja, komm, wir gehen das Haus clearen. Im Wandschrank ist nicht. Ey! Der Kühlschrank ist auch leer. Du kannst beim Becken hier trinken, ne? Ja. Aber ist das dann verseuchtes Wasser, weil das steht da nicht bei. Hundefutter in der Dose und Baseballmütze. Hier unten lag Munition, 308er. Ja. Oh, aber die Leiche sieht ja sehr interessant aus, oder? Also. Ja, und hier ist eine Nachricht für Sammy. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt den ganzen Schrott mitnehme. Ich nehme auch alles mit, was ich sehe. Ich habe das, in Fallout 4 konnte man ja alles verarbeiten, den ganzen Schrott, deswegen. Hier lag die Muni, ne? Hier, wo ich jetzt gerade stehe. Einfach da auf dem Haufen. Bei dir nicht? Nee, wenn was draußen ist, was man aufheben kann, ist es weg. Durch Strahlung. Ah, nein, ich habe was getrunken, jetzt habe ich Strahlung bekommen. Oh. Ja, es gibt hier so ein Anti-Strahlungszeug. Ich trinke nie wieder was. Hier eine Waffe, der Verbrannte. Ja, scheinbar haben die echt hier gekämpft schon. Bei mir haben die alle nichts. Ja. Wahrscheinlich, weil wir nicht mitgekämpft haben. Hier kann man Rüstung herstellen. Ich hab das Radio ausgemacht. So, ich öffne mal die Map. Wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen. In die Richtung. Ja, wir sehen es ja unten auf dem Kompass. Stimmt. Ich vergesse aber, dass wir den haben. Nee, ich schau da die ganze Zeit drauf. Da sind die Ratten! Vielleicht sind ja Freunde. Ich weiß auch nicht. Jetzt nicht mehr. Die haben sich vergraben! Ja, die können sich ausgraben und angreifen. Ach. Hab eine. Ich auch. Herausforderung, töte eine Kreatur. Maulwurfsrattenfleisch, lecker.
Brauchen wir. Müssen uns schließlich noch Essen kochen. Ja, du hast sogar zwei getötet. Wer weißt du das? Weil drei Stück waren und zwei waren tot bei dir. Ich hab alle drei gelootet. Und Biber! Biberzähne und Holzreste. Ich kann die auch looten, ne? Wenn du die tötest. Ja klar, wir sind ja eine Gruppe. Ja. Sehen Sie das? Kochstation, die Lagerkiste, die Werkbänke. Alles mit dem Camp errichtet. Sie brauchen hier draußen eine Basis. Und genau die. Also könnten wir theoretisch echt überall uns ein Camp aufbauen? Ja, genau. Ich habe irgendwo jetzt gelesen. Ja. Bei mir die Rede die ganze Zeit, deswegen. Achso, ich habe nicht angehört. So verpeilt. Bei mir redet die ganze Zeit und erklärt Sachen zum Camp. Ich habe mein Camp da. Die redet schon wieder. Auf jeden Fall erzählt sie gerade, dass wenn du das Camp aufgebaut hast und das dann wieder umbaust, das automatisch irgendwie mitgenommen wird oder so. Treffen Sie mich dort. Ja, ja. Hier spricht die Aufseherin. Und ich habe auf Twitter gelesen, dass wenn du ein Camp in einer Welt hast und du eine Welt betrittst, da wird dein Camp eigentlich automatisch wieder dann da an der Stelle aufgebaut. Aber wenn der Fall sein sollte, dass auf der Welt schon jemand da ein Camp hat, wo du ein Camp hast, dann kriegst du das irgendwie alles in dein Inventar als Blaupause oder irgendwie sowas. Genau, ja, habe ich auch in Systems und so gehört. So, Gegenstände verwerten, Schrott. Achso, die muss ich erst anklicken. Das könnte ich bauen, nehme ich mal mit. Anfertigen, Space. Ja. Und hier kann ich wahrscheinlich dann eine Rüstung bauen, ne? Guck mal, ich habe mir Sachen gebaut. Siehst du das? Ja, ich bin gerade im Inventar. Wow. Du hast hier Schultern gemacht? Und eine Waffe. Und irgendwas für die Beine eigentlich. Rechtes Bein. Geile Sache. Ich hab so einen kleinen Mini-Revolver. Oh ja. Ich nehme einfach mal alles mit, was ich immer sehe. Richtiges Messi-Spiel eigentlich, ne? Ist fordert schon immer. Da ist noch. Da hinten noch ein cool Gegner. Na, dann gucken wir uns das mal an, das Gebäude da. Aber viele cool Gegner, wenn ich das so sehe. Dann gehen wir halt aufs Dach hoch oder so. Ja, auch sonst schleichen. Ich glaube, da sind schon Leute. Nein. Vielleicht haben die auch Waffen. Ja, haben sie. Ich habe den Kopf weggeschossen. Und noch einen Kopf weggeschossen. Noch ja, warum machst du mir den Misch? Ich schieß den an, nichts passiert. Ja, ich habe so einen Revolver mit 6 Schuss. Wahrscheinlich deswegen. Ah, hinter uns! Wow, da ist einer richtig schnell gesprintet! Aua, die von oben schießen mich tot. Leute, da ist ja oben auf dem Dach ist er einer. Ah, der. Oh. Hinter dir ist einer! Oh Gott, danke. Oh Gott, das sind zwei. Aua, brauch Hilfe. Der rennt voll schnell! Der hat einen Feuerwehrhut auf! Mach doch was! Ach, danke. Der hat den Feuerwehrhut auf! Ja, und hat mir wehgetan. Ich hab eine Waffe gebaut, ne? Ich schieß da mit Leuten an den Kopf. Die macht null Damage gefühlt. Okay. Aber die droppen ja auch alle Waffen die ganze Zeit. Dich töte ich, bleib stehen! Bist du tot? Ja. Was hast du hier gemacht? Du hast irgendwas. So krieg ich Statue, ja, aber ich krieg radioaktive Strahlung dadurch. Plus 8 irgendwie, so richtig hoch. Wo läuft der hin? Egal, die sind Level 1. Oh, was ist das denn? Ah, auf das hat er geschossen, auf so einen Mutantenfrosch. Radioaktiver Mutantenfrosch. Achtung! Boah, hast du erwischt. Erstmal den radioaktiven Mutantenfrosch looten. Er hat Uranerz dabei gehabt. Was ist denn das für ein geiler Frosch? Bergwerk am Gowlay. Kann man da auch die Fässer annehmen? Drei Headshots brauche ich. Ja, nicht mal ganz. Drei Headshots brauche ich, das was stirbt.
mit der Waffe. Aber ich hab ein Level up. Ich frage mich, ob man diese Gaskanister hier in die Luft jagen könnte. Da drauf? Nee. Nee, anscheinend nicht. Oh Gott, ich hab irgendwas gemacht. Ich bin in einem anderen Bildschirm. Ich hab keine. Vielleicht bist du in die Mine reingegangen. Ja, ich komm mal runtergehüpft. Anscheinend. Da kommen Gegner auf mich zu. Oh. Ich bin unterwegs. Dauert aber noch ein bisschen, bis ich da bei dem Eingang bin. Haha! Ich hab mir einen Headshot gegeben. Verschwinde! Achso, ja, du hast die Tür geöffnet. Bergwerk. Genau. Ich warte mal hier am Eingang. Einen hab ich. Ah, ich seh dich aber schon hier stehen. Alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Oh, hier ist ein. Hier ist. Haha, Jagdgewehr! Safe. Lederrüstung. Okay. Ich hab keinen Jagd. Kann man die Sachen. Ah, die kann man auch von der Bank ja, da. Ja, aber das ist halt, kann halt nur einer nehmen, ne? Weil es was Öffentliches ist. Impro Revolver. Ich guck auch mal kurz, was ich an Waffen und so hab. Oh Gott, hab ich viele Waffen dabei. Ich hab mittlerweile auch richtig viele. Und die haben noch einen Stufenaufstieg. Warte, den verteile ich mal kurz. Ich noch nicht. Hika, hika. Kann man das jetzt anschleichen? Macht man mehr Damage nicht, wenn man schleicht? Wenn, gibt's Schleichen? Ah ja, steht ja sogar versteckt, ja. Da hätten Nahkampf irgendwie dreifachen schon, und Headshot doppelten oder sowas. Oder immer dreifachen? Ich versuche den mal anzuballern. Hat nicht funktioniert. Okay. Ich muss halt versteckt oben sehen. Bei mir steht zweifacher Schaden. Da vorne sind noch einige. Oh, stimmt. Ja, die wirken irgendwie nicht, als hätten sie irgendwie Großzeug dabei. Das ist aber erst Level 1. Ganz da hinten schießt noch einer. Ich frage mich, ob es in der Mine dann quasi immer auch sowas wie einen Boss gibt, den man besiegen muss. Ja, halt so ein paar Gegner und am Ende gibt es eine große Kiste. Oh, ich bin auch Level 3. Und verteile deinen Skillpunkt. Wo? Oh Gott, hier ist radioaktiv. Fleischhaufen. Ja, wir können ja kurz durchsprinten. Wir werden ultra radioaktiv verseucht. Es geht. Also unser Leben wird halt immer ein bisschen weniger dadurch. Was ist denn das für ein riesiges Minenwerk? Ja, schon groß. Das ist eigentlich genau das, was ich wollte von Fallout 76. War da bisher die Erfahrung. Ja, dass man... war zusammen... ja. Fallout spinnt halt, ne? Ja. Ja. Ja, ist jetzt nicht so story. Oh, der hat eine Krone! Ja. Hört's nicht mehr. Gleichangriff, der hat mich noch nicht mal gesehen. Oh, der hat viel Loot. Leuchtvisier stand sogar dran. Ja, aber das eine war bei mir grau. Hier ist auch viel in der Truhe. Ich guck kurz hier unten in der Schlucht, dann komme ich zu dir. So. Hier ist eine Truhe, da. Hier war viel drin. Ja, genau. Das sieht aus wie so eine Bauplan für eine Waffe, habe ich da drin gehabt. Hier kann man jetzt wieder raus. Genau. So noch ich habe ultra viele Impro-Repetierpistolen und Pistolen, ey. Ja, ich auch. Ja, mit Leuchtvisier habe ich auch, aber ich kann ihn noch nicht ausrüsten irgendwie. Was nicht die erforderliche Stufe. Wo steht denn welche? Der Item Level 5 steht da bei mir dran. Ja, bei mir auch. Heißt das, wir müssen Level 5 sein? Ja. Wir sind so gut, wir haben schon Loot für Overlevel, Mann. Ja, gut, es gibt halt wahrscheinlich nur Level 1 und Level 5 Loot. Hey, geh mal weg. Oh Gott, ich bereue meine Entscheidung, hier reingelaufen zu sein. Ah, du bist da. Okay. One Shot. Ja, sind noch ein paar. Aua! Ich muss nachladen. Über uns ist auch noch einer hinter uns. Okay. Überall. Ich geh mal hier rein kurz. Hier ist ein roter Knopf. Drücken. Oh shit. Was hab ich getan? Zombie! Solange du nicht explodierst, ist alles gut. Knopf. Ach, das öffnet. Ah.
Bitte genauer als A. Das öffnet irgendwie die, das. Da ist so ein Käfig und wenn du da reingehst und den Knopf drückst, schließt sich der Käfig. Und du kannst den nur mit diesem Knopf im Käfig öffnen oder schließen. Okay. Also irgendwie so eine Art Bunker oder so? Keine Ahnung. Warum läuft man hier oben langsam? Allgemein. Ah, ich bin überlastet, glaube ich. Das ist, glaube ich, der andere Weg, wenn man nicht durch die Strahlung sprintet. Ah, hast du. Hast du Safe-Knack-Skill? Nee, ne? Was? Hätten wir nur einen dritten Spieler, der uns das Safe-Knacken beibringen würde. Ich habe jetzt schon 400 Leute gekillt. Wo kommen die alle her? Bei dir? Achso, warte, dann komme ich nochmal zu dir, wenn bei dir noch ein bisschen was los ist. Ja. Zeit, hier kamen gerade 7 Gegner oder so auf einmal. Habe ich alle umgebracht, aber. So, wo bist du da unten? Wo kamen die Gegner her? Alle von hier unten. Ich schätze mal aus dem Gang da, wo wir herkamen. Vielleicht respawnen die einfach? Ja, da kommen die schon wieder. Legendärer Verbannter ist dabei. Oh ja. Jetzt nicht mehr. Okay, wir farmen hier. Einmal hier stehen bleiben und alles töten, was hier immer respawnt. Wo ist der Legendäre? Schon wieder überladen, ich kann nicht laufen. Dann muss ich den Legendären looten. Leuchtpistole hat er einfach. Lederrüstung, Brustteil, Baseballschläger. Lederrüstung, minus 15 Schaden durch Verbrannte. Ich glaube, gleich, wie ich das nächste Mal skillen kann, gucke ich, ob ich irgendwo Dings skillen kann. Wie heißt das? Was knacken? Ja. Willst du das machen? Das zählt halt für die ganze Party immer, wenn es einer skillt. Achso, ja, dann mach ich gerne. Okay. Ist das Gebäude, was ich markiert habe? Hört's nicht, aber das ist ein Pharma-Gebäude, also gibt's da bestimmt Heilung. Und die sind Level 1. Arktos, klingt wie Pokémon. Ich mach das für dich, ich mach das für dich. Okay, hack ihn weg. Oh, ich hab daneben gehauen. Zuckerwatte hat er da dabei. Hebe einfach die Revolver von denen nicht mehr auf. Ich glaube, ich müsste ich eigentlich auch machen. Also. Einmal E drücken auf den und dann lasse ich die Waffen liegen. Das waren die ersten Minuten, die ich jetzt zusammengeschnitten habe von dem ganzen Material. Wenn ihr Lust habt, mehr Zusammenschnitte von unseren Abenteuern zu sehen, lasst doch ein Like da und eine Bewertung. Ich würde mich freuen, damit ich weiß, ob ich mir die Arbeit weiterhin machen soll, mir das zurecht zu schnibbeln hier. Oder ihr sagt, ich habe gar keinen Bock darauf. Vielen Dank, Feedback wäre toll. Bis zu einer anderen Folge und ciao.